Hallo und herzlich willkommen hier zu Titanfall. Ja, das ist eine neue Runde. Wir sind nicht direkt reingespawnt, sondern nachgespawnt. Tut mir etwas leid, aber die Runde hat ja auch erst angefangen. Von daher denke ich, ist das in Ordnung. Und ich habe gerade auch nicht so viel Zeit, deswegen kann ich jetzt auch keine neue machen und so. Und wir erwarten und dies, das. Verrückt. Übrigens, wo wir jetzt gerade so bei Shootern wieder sind. Battlefield Hardpoint, von manchen auch Battlefield 5 genannt. Wir beide, heißt Joshua und ich, haben die Beta, Leute. Das heißt, wenn Joshua wieder da ist, wird es, denke ich mal, Battlefield Hardpoint geben. Da nicht jeden Tag. Aber ab und zu einfach mal ohne Spaßrunde. Und ja, ich wurde gekillt von einer. Okay, der Sniper. Der Sniper, von daher ist es vollkommen in Ordnung. Aber das soll mich jetzt nicht stören, denn in diesem Schimmel geht es ja eh darum, zu den Hardpoints zu gehen, was ich auch mal machen sollte. Bravo, bravo, bravo. Ein Punkt abstauben. Nein, Punkte. Scheiße, würde ich mal sagen. Boah, geht's noch nicht. Ne, ich habe gestern so Battlefield Hardpoint gesockt. Und was ist? Ich bin gestorben. Und wisst ihr was? Der Typ, durch den ich gestorben bin, hatte eine Schrot. Okay. Er stand 2 Meter vor mir. Okay. Und was passiert? Der killt mich und dann noch einen Health Point, ja? Einen einzigen. Und ich meine so. Alter. Da willst du mich jetzt gerade verarschen? Also nein, will ich gar nicht. Und ich so, doch. Na okay, nee, eigentlich, ich spreche ja nicht mit Leuten. Das ist ja so viel Real Life für den ganzen Tag, also. Das müsst ihr echt einfach mal in eure Schilde reinziehen, ne? Aber es ist so deprimierend, ne? Dieser kleine Spasti hat dann noch einen einzigen Scheiß Prozent Leben, ja? Ein. Und er killt euch? Er killt euch jetzt, würde es ihn echt nicht interessieren. Er macht es einfach. Genauso wie jetzt, wisst ihr? Wo ich ihn jetzt so kille. Ja, Hurensohn. Und genau das haben wir auch gedacht, ne? Du aller Hurensohn. Ich hab's noch nicht gesagt, aber ich hab's echt gedacht. Weil es gibt echt nichts Deprimierendes, Leute. Und wenn ihr hier diese Scheiß, diese Teilengeschütze so mal eben aktivieren wollt, und dann kommt da so eine Ameisino, mir scheißegal, dann ist es auch okay, ne? So. Versuchen wir es nochmal. Nein, wir versprechen uns erstmal, genau. Wir husten. So, das Husten war gespielt, aber egal. Wir gehen zu Bravo. Denn da gibt es die Bravo-Kosten jetzt. Ja, anscheinend schon. Scheiße. Aber ich bin besser als manche anderen. Okay, die anderen haben keine Punkte. Aber ich bin besser als die anderen. Also, sagt hier mal nichts, ne? Letzten Tag kam kein Titanfall. So, jetzt kann ich auch komplette Sätze sprechen. Ich habe ein Upgrade bekommen. Frag mich bitte nicht nach einem Grund. Ich weiß selber nicht. Ich habe es einfach voll verpennt, weil ich habe gelernt und dies, das, jenes. Und den kill ich jetzt. Ey, Junge. Dein Ernst? Ich will auch Punkte. Ich wollte eigentlich den Bildschirm bekommen. Ich sag nichts mehr. Da gehst du hier einmal dahin. Hasch ihn fast. Und was kommt dann? Diese Scheiße. Und denkst nur so, fick dich. Sind die... Alter. Wenn ich dich eben gerade nicht getroffen habe, ja, dann bin ich der Papst. Okay, bereit, machen wir Titanfall. Der Spaß hat einfach noch 100 fucking Prozent gehabt, weißt du? Ich bin, glaube ich, echt der Papst seit gestern. Der Papst. Bah, Hände schützen. Scheiße. Es ist so warm draußen. Und ich habe immer noch eine lange Hose an. Ne, weil ich wache heute so um 5 Uhr auf. Und so aufs Handy. Ja, 5 Uhr, 3 Grad. Irgendwie so. Scheiße, weil es ist so ein kalter Tag.
Danach irgendwann, und dann so, ich zieh mir erstmal eine lange Hose an, damit ich dann, oder halt auch T-Shirt plus Hemd, was auch ziemlich warm ist. Ja, damit mir nicht so warm, nicht so kalt ist am Tag. Und was kommt, Leute? Ja, auf einmal sind es 27 Grad. Ja, genau. Es ist arschmäßig heiß. Und du rennst dann mit deiner langen Hose rum, als wäre Winter. Weil du natürlich um 5 Uhr die Temperatur genau auf 12 Uhr mittags umdrehen kannst. Okay, wir hatten immerhin in der letzten Stunde Sport gehabt. Heißt, da war es dann nicht so heiß, aber nee und so, ne? Nee. Du siehst dann nur hier einmal eben. Boah, du siehst ja nur die Hand des Todes und auf einmal so bist du tot. Weil es ja die Hand des Todes ist. Okay, Mann, du näherst dich Alpha. Das war so komisch. Was ist das? Ich war so richtig Angst. Ey, Junge. Gehst du von meinem Hardpoint weg? Wo bist du? Junge. Da war er. Scheiße, war das. Übrigens, es wird dann noch länger dauern, aber ich werde nicht nochmal regenerieren, weil. Ja, doch, hieß regenerieren. Weil es ist so scheiße, Leute. Ich hab keine Rucksackladung mehr. Und diese 1,1 Faktor-Dingens da, das bringt gar nichts, ganz im Ernst. Gar nichts. Es geht genauso langsam wie vorher. Ich muss ja jetzt nochmal 70 Folgenzeiten vormachen, dass ich ja 50 bin oder was. Yoshi ist da irgendwie anders. Ne, wisst ihr, der ist da schnell, aber ich bin nicht schnell. Ich bin halt gut, aber nicht schnell. Weißt du? Okay, ich bin auch nicht sonderlich gut, aber ich bin gut und schnell, ja? Aber nachdem Battlefield 3 jetzt nicht unbedingt mein Lieblingsspiel gewesen ist und ich Battlefield 4 nicht hatte, muss ich sagen, Battlefield Hard Fucking Line macht mir richtig Bock. Also dieses Spiel finde ich so geil und das wird auch das nächste Battlefield sein, was ich mir kaufen werde. Wenn da jetzt noch irgendwas richtig Grandioses kommt, Leute. Dann, nee, dann ganz im Ernst, ich kauf's mir. Wir müssen so, glaube ich, auch schon echt kaufen. Das war nicht direkt am Anfang, weil es dann mir einfach zu teuer ist. Aber wenn es so aus 20, 25 Euro runter ist, würde ich es mir echt kaufen, weil meine Nase juckt, genau. Weil es ist, ich finde, das hat was. Im Multiplayer gibt es halt wirklich sozusagen, es gibt neue Fahrzeuge. Es gibt andere Möglichkeiten, wie du killen kannst. Und vor allem, die Maps sind kleiner. Das ist so ein Punkt, der mich eigentlich schon immer aufgeregt, weil die Maps bei Battlefield 3 zum Beispiel sind so riesig, dass du findest keinen. Es ist so, du findest keinen. Nee. So, ist denn vorne da? Nö. Ist es dumm, einen zu killen? Ganz im Ernst. So, gleich haben wir einen erobert. Sicher. So, Steuerung S. Wenn wir da sichern. Was steht da? Egal. Unter der Brücke gehen wir lang. Unter dem Source von dem einen oder anderen. Absolut. Dich killen wir jetzt. Ficker. Hallo. Ich bin der Janni und wer bist du? Oh, ich bin da töten. Oh, ist das schön. Scheiße, ich glaube, der hat genauso Elektrorauch dann gesetzt wie ich. Aber ist mir egal, weil der Elektrorauch ist einfach richtig OP, wenn es darum geht, wisst ihr? Also wenn es darum geht, ist der richtig OP. Okay. Gut, haben wir den gesichert. Okay, den Titan hat er jetzt gekillt, das ist nicht schlecht, finde ich. Umkämpft? Hä? Wo ist denn? Okay, dann wahrscheinlich hier. Auch nochmal eben eine Raketenserver rein. Weil umkämpft, so können wir ja nicht weggehen. Also wenn, muss er ja echt gesichert sein, weißt du? Es ist vorbei, Junge. Wir sehen, ja, nur weil ich da war. Geil, nicht letztes Jahr. Ja, na, wollen schon mal besser. Ich hab die letzten Tage echt. Also, ja, sei es viel, aber. Ich habe 2 Stündchen jetzt schon Hardline gesockt. Ja, es ist nicht viel. Und ja, das ist mir bewusst, aber wenn man so überlegt, wie wenig Zeit ich eigentlich nur hatte, ist es doch schon ziemlich viel. Da hier ein Titan ist, aber gleich nicht mehr, weil ich ihn wieder mache. Und ein
einen elektronischen Tauchmann ist. Siehste, hab ich doch gesagt. Hallo? Von wo aus ist? Nein, tut mir leid. Schiff ist richtiger. Na, ja. Oh, drin, ey. Zum Glück, Leute. Ich dachte schon so, nee, hier schaffst du nicht mehr. Aber nach längerer Zeit haben wir es mal wieder geschafft. Wir werden aus der Gefahrenzone exfiltriert. Und mit dieser etwas kürzeren Folge, die aber trotzdem ganz gut war, glaube ich, entlasse ich euch jetzt in den Ruhestand. Denn wir, liebe Leute, sehen uns bei etwas anderem wieder. Wie zum Beispiel Watch Dogs. Oh, da eine der letzten Folgen in Skyblock. Und ich sag's mal so, Folge 60 wird gut. Das weiß ich schon. Folge 60 wird gut. Ja, vielen Dank bei euch fürs Zuschauen. Wir haben fast die Stufe 15 erreicht. Und 25 Frontsoldaten. Okay. Ja, okay, wir sind Nomade 1. Yay. Und da ist ein Ninja-Krieger. Das schaffen wir. Ich vermerke hier gerade auf die Ninja-Folge. Und damit, ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein.